Jeder rote Teppich ist an sich schon ein peinliches Erlebnis. Es ist absurdes dran. Ich muss dazu sagen, ich finde eigentlich, für mich ist es immer nicht so peinlich. Ich finde für die Leute, gerade in Berlin oder in größeren Städten, die am roten Teppich stehen, und damit meine ich nicht die Fans, sondern die, was für meine Fans sind alles für mich, ne? Aber die sind tatsächlich einfach zivilisierter als Fotografen, die am roten Teppich sind. Sind echt krass. Und gestern war ich in Alsdorf und hatte da Premiere. Ey, stehen die da total höflich, keiner schreit einen an, keiner pöbelt, keiner schubst, keiner ist total beleidigt wie ein kleiner dreijähriger Junge, wenn man nach einer Stunde dann doch mal irgendwann reingeht. Wir haben 380 Fotos. So, immer sind die beleidigt, ja. Und in anderen Städten ist das nicht so. Also Berliner, tut mir leid jetzt, Leute, aber den Schuh müsst ihr euch schon mal anziehen. Also so Großstadtfotografen aus dem Business am roten Teppich, das ist das Peinlichste auf dem roten Teppich. Und nicht ich. Oder wenn ich mal, da wäre es weniger peinlich, wenn ich mit einem Kleid, was in der Strumpfhose steckt, vom Klo über den roten Teppich laufe, als das, was da teilweise geboten wird.